Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem Sonntagsspiel, den Schlager gegen Rapid. Wir spielen um 16.30 Uhr in der Merkur Arena. Vorweg darf ich bekannt geben, dass wir bereits gestern die Lizenzunterlagen bei der Bundesliga eingereicht haben, das heißt 5 Tage vor dem eigentlichen Abgabetermin. Dann darf ich bei uns begrüßen heute auch Benjamin Sikora und Josef Schuster von der Initiative für den Erhalt der Kurm-Holz-Tribüne, ein Projekt, das jedem Schwarz-Weißen, glaube ich, am Herzen liegt. Die Initiative hat diese Woche ihr Crowdfunding gestartet unter 1000x1000.at, ist das richtig? Kann jeder Sturmfan und jeder traditionsbewusste Fußballfan das Projekt unterstützen, nämlich finanziell unterstützen. Oder eben auch am Sonntag werden bei jedem Haupteingang Spendenboxen aufgestellt sein und jeder, der das tolle Projekt unterstützen möchte, kann hier mithelfen. Knapp 14.000 Tickets wurden abgesetzt. Franco, welchen Eindruck hat die Mannschaft diese Woche gemacht? Ja, auch wie in den Wochen davor auch eigentlich einen guten Eindruck im Training hinterlassen. Klar, jetzt vor allen Dingen auch nach dem Heimsieg und vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie der Sieg zustande gekommen ist, hat es der Mannschaft noch mehr Vertrauen gegeben. Und sie weiß, dass sie jetzt zu Hause gewinnen kann. Es war extrem wichtig, also nicht nur für die Spieler, sondern auch gerade zu Hause mal wieder für die Fans, dass sie mal wieder zufrieden nach Hause gehen konnten. Und wir freuen uns auf das Spiel. Es sind immer besondere Spiele. Sturm Graz gegen Rapid Wien. Das merkt man auch am Zuschauerandrang. Wir haben schon 14.000 Karten verkauft. Ich gehe davon aus, dass das Spiel ausverkauft sein wird. Tolle Stimmung. Fans werden die Mannschaft wieder pushen, unterstützen und hoffe, dass wir dann auch in der Lage sind oder die Mannschaft in der Lage ist, die Leistung von der letzten Woche wieder abzurufen. Davon gehe ich aus. Die Mannschaft arbeitet gut und hat sich Gott sei Dank dann auch letzte Woche endlich mal dafür belohnt, was sie dann eigentlich mir auch in den letzten Wochen im Training schon gezeigt hat. Marc, der Franco hat die Fans angesprochen. Wie schön ist es, vor so einer Kulisse zu spielen? Ist ein Grund, warum man Fußballer wird, oder? Ja, ich glaube, das ist unglaublich, vor so einer Kulisse zu spielen. Wir freuen uns schon aufs Spiel. Ich glaube, dass das jeden Spieler nochmal zusätzlich motiviert. Und wir werden alles geben, dass wir als Gewinner vom Platz gehen. Ich bitte um Ihre Fragen an die beiden. Gibt es einen Grund, die Startformation vom Altach-Match zu verändern? Es gibt immer Gründe. Aber alle haben ja auch erwartet, dass ich vielleicht nach den 3 Auftaktniederlagen oder nach dem Spiel in St. Pölten die Mannschaft verändere, aber habe mich anders entschlossen und habe der Mannschaft nochmal Vertrauen gegeben. Sie haben es auch Gott sei Dank auch zurückgezahlt. Ja, man muss abwarten, was mit Danny ist. Danny war ja angeschlagen, wird heute das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainieren. Hatte Probleme mit den Adduktoren. Aber es gibt immer die Möglichkeit, je nachdem wie meine Trainingseindrücke sind, welcher Spieler sich vielleicht extrem anbietet. Also es hat immer jeder auch die Chance noch über das Training sich für das Spiel am Wochenende zu qualifizieren. Gibt es noch eine Frage? Ist Sturm Rapid der Klassiker in Österreich für Sie? Ja, von den ganzen Emotionen her, von allem, was so drumherum auch passiert, auch die Stimmung vor dem Spiel. Man sieht es immer daran, dass gerade auch hier meistens die Spiele zu Hause ausverkauft sind. Auch das Spiel in Wien war schon toll, ja, vor 25.000 Zuschauern. Leider Gottes haben wir nicht so ein großes Stadion, aber gehe davon aus, dass wir schon die 15.000 erreichen werden. Und ja, es sind einfach die besten Fans, ja, auch unsere Fans, muss ich sagen. Ich kann es nicht oft genug auch wiederholen. Gerade auch in der schwierigen Situation, der schwierigen Phase, gerade auch im letzten Spiel, von Beginn an die Mannschaft unterstützt. Das haben die Spieler auch gespürt. Es war extrem wichtig und und das hat dann auch wieder gezeigt, dass wir tolle Fans haben. Ja. Wie gefährlich ist Rapid einzuschätzen? Rapid steht ziemlich mit dem Rücken zur Wand und wird wahrscheinlich nichts lieber, als gerade gegen Sturm sich aus der
Krise zu schießen. Was kann man sich von Rapid am Sonntag erwarten? Ja gut, sie haben nach wie vor eine Mannschaft mit großer Qualität. Das hat sich ja nichts verändert. Sie sind ja in die Saison hineingegangen, hatten andere Ziele. Aber es ist halt oft so im Fußball, dass man gewisse Dinge nicht immer planen kann. Und ja, wir wissen schon, was uns erwartet, dass da ein Gegner kommt, ja, der unbedingt auch jetzt den Turnaround schaffen möchte. Wir wollen positive Ergebnisse erzielen. Und, aber wie gesagt, wir sind zu Hause, wir spielen zu Hause, haben jetzt das letzte Spiel zu Hause gewonnen. Und ja, wir werden alles unternehmen, um dieses Spiel zu gewinnen. Das wird sicher ein enges Spiel, in dem wieder kleine Details entscheidend sein werden. Ja. Im Spiel kann immer viel passieren. Das hat man, glaube ich, jetzt eindrucksvoll gesehen in der Champions League, ja, wo eigentlich die besten Spieler der Welt unterwegs sind, mit Paris Saint-Germain gegen Barcelona. Und ja, das hat man einfach gesehen, dass man einfach bis zum Schluss konzentriert sein muss im Spiel. Ja, es kann immer etwas passieren. Auch innerhalb von wenigen Minuten können viele Tore passieren. Man darf nie den Glauben verlieren an sich, man darf nie aufgeben. Auf der anderen Seite muss man auch immer wieder im Spiel bleiben. Auch wenn man führt, ja, darf man keine Sekunde nachlassen. Und ja, insofern nochmals, es ist spielen zu Hause und wir wollen einfach jetzt weiter in der Erfolgsspur bleiben. Na bitte. Du sagst, man hat sich eine extrem aufgedrängt im Training, man hat ja die Chance, in die Startformation zu kommen, hat sich jemand extrem aufgedrängt? Noch mit im Hinterkopf, dass der Danny vielleicht nicht kann? Ja klar, wenn Danny ausfallen sollte, haben wir schon auch eine Idee, wie wir dann auch spielen wollen. Und wie gesagt, die Mannschaft hat nicht nur in der letzten Woche, sondern auch in den Wochen davor, habe ich auch immer wieder betont, immer wieder gepredigt. Leider haben wir es da nicht geschafft, die Leistungen dann am Wochenende abzurufen, aber im letzten Spiel ist uns das gelungen. Und ja, Mannschaft arbeitet gut, man sieht auch, dass schon auch gegen Rapid Wien das schon ein besonderes Spiel ist. Das spürt man auch so in den Aussagen der Spieler und wie sie sich auch präsentieren und verhalten im Training. Freuen uns drauf, hoffe, dass alle fit sind und dass dann auch der Trainer die Qual der Wahl hat. Gibt es noch eine Frage? Ja. Jürgen, Alter, war so eine enge Partie, dass das das Spiel mit den meisten Fouls in der heurigen Bundesliga-Saison war. Warum war das so? Das Spiel mit den meisten Fouls, 48 Fouls. Ja, es ging für beide Mannschaften um sehr, sehr viel. Ja, wir waren, mussten oder durften das Spiel auf gar keinen Fall verlieren. Deshalb ist auch der Sieg umso höher einzuschätzen, weil es in so einer Drucksituation nicht immer einfach ist, dann so auch eindrucksvoll zu spielen und so auch souverän zu gewinnen. Für Alltag ging es um sehr, sehr viel und das hat man auch gespürt. War ein sehr intensives Spiel, aber ich glaube, bis auf ein, zwei Ausnahmen waren alle Fouls oder alle Härte, die dann im Spiel stattgefunden hat, waren im grünen Bereich. Gab es nur ein, zwei Ausnahmen, aber auch die hat der Schiedsrichter nicht richtig geahndet. Aber auch das gehört dazu. Ansonsten, glaube ich, war es kein überhartes Spiel. Bitte? Wird ein Innenverteidiger auf der Bank sitzen? Was ist mit Maresic? Ja, der ist verletzt, ja. Nein, der Innenverteidiger darf ja nicht mehr so viel passieren. Leider ist ja Scheusi verletzt ausgefallen, wird uns ja auch einige Wochen fehlen. Dario ist im Aufbautraining gerade, aber wird auch noch Zeit benötigen, ist relativ lang ausgefallen mit einer muskulären Verletzung. Aber gut, wir haben noch zwei Innenverteidiger. Notfall werden wir dann auch da umstellen können. Ja, Simon Piesinger könnte in der Innenverteidigung spielen, auch Fabian Koch hatte schon mal auch in der Vorbereitung und auch in den gewissen Trainingsspielen schon gespielt. Also wir hätten dann auch schon noch Alternativen und dann auch schon auch eine Idee, sollte da auf dieser Position etwas passieren, dass wir dann da auch noch in der Lage sind, etwas zu verändern. Ist Rapid wieder am aufsteigenden Ast? Sie wollen den Gegner nicht so sehr beurteilen, weil man mit Nordschatt Torschüsse, Ballbesitz, Zweikampfquote, Passquote, Ecken, Flanken, bei allen Werten waren Sie klar vor Salzburg. Ja, wenn man das letzte Spiel hernimmt, haben sie zu Hause aber gespielt. Ja, und da haben sie auch richtig gut gespielt. Hätten sich auch
ein Unentschieden verdient gehabt, aufgrund auch der Spielanteile, aufgrund auch der herausgespielten Tormöglichkeiten. Aber es war nicht der Fall. Sie haben auch zu Hause gegen Austria Wien erst kurz vor Schluss den Ausgleichstreffer bekommen oder erhalten. Und ja, das zeigt, dass sie nach wie vor Qualität haben. Aber darüber brauchen wir, glaube ich, auch nicht lange zu diskutieren. Man kennt die Spieler, man kennt die einzelnen Spieler, man kennt die individuelle Klasse jedes einzelnen Spielers. Aber wir wollen uns auch nicht so viel mit dem Gegner beschäftigen, sondern wir wollen wie immer auch versuchen, uns auf unser Spiel zu konzentrieren. Und das werden wir auch versuchen, wieder durchzubringen. Gerade auch zu Hause, vor dem eigenen Publikum, in so einem emotionalen Spiel mit dieser Unterstützung werden wir auch schon versuchen, dann unser Spiel durchzuziehen. Bitte. Deswegen sind wir ja da. Beim Spiel in Graz, was die Bengalen betrifft, die ja morgen auch wieder relativ intensiv zu erwarten sind, vor allem auf der Südseite beim Rapid, haben Sie das letzte Mal sich sehr geärgert, weil das Spiel nicht unterbrochen wurde. Wie wird das morgen sein? Werden Sie da stärker drauf drängen, wenn die Nebelwand zu groß ist? Das muss der Schiedsrichter entscheiden. Beim letzten Spiel war mein Eindruck, dass die Sichtbedingungen nicht ideal waren. Der Schiedsrichter hat anders entschieden, aber glaube oder gehe davon aus, dass auch die Schiedsrichter sich auf so ein Spiel vorbereiten, dass sie auch wissen, was auf sie zukommt. Und davon kann man ausgehen und dementsprechend werden dann auch die Schiedsrichter morgen reagieren und handeln. Marc, vielleicht die Frage wiederholt sich ein bisschen, aber Rapid und du, das passt irgendwie relativ gut zusammen. Ist der erste Bundesliga-Tor geschossen in Rapid, hat im letzten Sieg von Sturm das entscheidende Tor gemacht. Was auch aufgefallen ist, gegen Alltag, alle drei offensiven Mittelfeldspieler von Sturm haben ein Tor geschossen. Also du, der Barisch Artig und der Stefan Hirländer, wie geht es dir da in diesem Verbund und wie sehr brennst du auf das Rapid-Match? Ja, ich glaube, als Rapid-Match brennt jeder. Die offensive Dreierreihe, also wir verstehen uns sehr gut. Es wird von Training zu Training und auch von Spiel zu Spiel immer besser. Und natürlich macht es Riesenspaß, mit allen am Platz zu stehen. Bitte. Marc, wie ist die Brandrede von Günter Kreisel vor dem Alltagsspiel innerhalb der Mannschaft angekommen? Ist die zur richtigen Zeit gekommen? Ja, ich glaube, wir haben es am Platz gesagt, dass das angekommen ist, aber ich glaube, das andere bleibt alles hinter. Gibt es noch eine Frage? Bitte. Marc, der Trainer hat das Wort Turnaround genannt. Gabst du, weil du das 3-0 gegen Alltag jetzt, dieser berühmte Sieg aus der Karte, ist der Turnaround in Schwarz-Weiß? Ja, ich glaube, dass für uns der Sieg sicherlich wichtig war. In den ersten drei Spielen war unsere Leistung ja nicht so gut und wenn man dreimal verliert, ist es sicher immer schwer, aber ich glaube, wir haben gegen Alltag bewiesen, was wir können und hoffen natürlich, dass es jetzt so weitergeht. Danke. Gibt es noch eine Frage? Wenn nicht, dann darf ich nochmal bitten, die Initiative zu unterstützen. Wäre schade, wenn die älteste Holztribüne der Abrissbirne zum Opfer fallen müsste. Darf ich bedanken für euer Kommen und alles Gute am Sonntag. Danke.